gesagt, vom Hintergrund bin ich Architekt, war bei KSP, davon 8 Jahre als Partner und bin eben vor einigen Jahren in die Projektentwicklung und aber aus dem Bestand raus. Und daraus hat sich dann jetzt im Zusammenhang mit der Evangelischen Bank eine Tochtergesellschaft entwickelt. Es geht darum, eben gerade im Bereich Kirche, Sozialwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Potenziale eben zu sehen und zu heben. Und der Hintergrund ist, also ich bin quasi ein Quereinsteiger, wenn man so will. Wir haben eine große Umfrage gemacht vor einigen Jahren. Da kam eben raus, was sehr auffällig ist bei der finanziellen Situation der Kirche, dass halt doch die Kirche ja bekannt ist als größter Immobilienbesitzer und Liegenschaftshalter in Deutschland, aber eigentlich nur 10% die Kosten, sozusagen 10% des Budgets schon verschlingen. Und auf der anderen Seite aber wir eigentlich nur 7% Vermögenseinnahmen haben aus Mieten, Pachten, Kapitalerträge. Das heißt, der überwiegende Teil eigentlich der Kirche, erzähle ich Ihnen ja nichts Neues, aber sagen wir, für mich als Quereinsteiger war das schon signifikant, dass doch ein sehr großer Teil eben letzten Endes über ja, staatliche Mittel, wenn man so will, sind. Wenn man sich jetzt anschaut, dass auch das ist ja nichts Neues, der Schwund der Mitgliederzahlen und damit eben die wirtschaftliche Basis. Das ist natürlich jetzt in Württemberg noch nicht so dramatisch, aber bundesweit gesehen ist es das halt schon und der Trend geht eben weiter. Und wenn man das mal jetzt im Prinzip die Austritte weiter sieht, dann hat man natürlich irgendwann den Punkt, dass man sich fragen muss, wo kommen eigentlich zusätzliche Erträge für die Kirche her? Und da kommt jetzt so ein bisschen auch die Verbindung von Bank und Bauen. Also wie gesagt, wir sind von der Bank unabhängig als Entwicklungstochter. Aber für uns ist natürlich immer die Frage, wie können wir eigentlich den Kirchen, den sozialen Einrichtungen dabei helfen, die Potenziale in ihren Liegenschaften eben selbst zu heben. Weil wir eben feststellen, dass immer mehr Gemeinden in den letzten 5 Jahren haben über 90% der Gemeinden bereits Grundstücke oder Gebäude veräußert. Und das ist natürlich ein Trend, den es aufzuhalten gilt. Und die Frage ist eben, wie können wir durch eine geschickte Kombination oder auch Kooperation eben diese Werte selber heben und damit A, Nutzen schaffen und gleichzeitig eben aber zusätzliche Erträge auch für die Gemeinden generieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie stark Sie in diesen Bauthemen drin sind. Ich finde nur, also wichtig ist eben diese Lebenszyklusbetrachtung, weil oft sind es eben Immobilien, die doch im Herbst ihres Lebenszyklus stehen. Und wenn man das mal so als eine Wellenbewegung sieht, dann ist es ja so, dass nach dem Neubau eben Nutzungsphasen kommen und dann eben immer wieder Revitalisierung oder Modernisierungsphasen. Aber irgendwann ist das der Turnus dann eben zu Ende und das Thema des klimagerechten Bauens, was ja jetzt auch für uns alle verbindlich wird durch die EU-Taxonomie, sprich nicht nachhaltig zu sein, wird extrem teuer, ist eben natürlich gerade bei Bestandshaltern ein Riesenthema. Das ist nochmal so ein anderer Komplex, mit dem wir uns auch sehr intensiv beschäftigen im Moment. Stichwort Dekarbonisierung, also auch hier und damit eben auch die Beeinflussung der Sachwerte der Immobilien. Ne? Das ist natürlich nochmal eine andere Perspektive. Also nicht nur zusätzliche Erträge, sondern eben auch schwindende Werte durch eben letzten Endes Bestände, die ja, in einem Sanierungsstaus haben und so weiter. Um mal ganz konkret, wir haben ein Beispiel jetzt von einem Projekt, das ist so relativ typisch für das, was wir im Moment so machen. Da geht es eben darum, eine Kirche, sehen Sie meine Maus? Ja, gut, also das ist das eigentliche Kirchenareal. Da ist jetzt auch ein Denkmalschutz noch drauf, also bis hier jedenfalls. Das Pfarrhaus ist nicht unter Denkmalschutz, aber der Turm und die Kirche. Daneben gibt es ein Grundstück, da steht jetzt Spielplatz. Das ist aber im Prinzip eine Brache, hat sich sozusagen als Spielplatz entwickelt. Und es gibt noch den Kirchhof, der ist auch eigentlich sehr schön. Wird halt nur nicht genutzt, weil die Kirche oder das Gemeindezentrum, wenn man so will, doch meistens die meiste Zeit eigentlich leer ist oder nur sehr sporadisch genutzt wird. Und dann haben wir noch ein südliches Areal, das ist auch ein schöner alter Baumbestand mit einer großen Wiese. Und die Frage war eben jetzt, auch die Gemeinde wurden drei zusammengelegt, man hatte eben jetzt Immobilien übrig und fragte sich, was machen wir eigentlich oder was können wir überhaupt machen? Und da haben wir jetzt
eben unterschiedliche Ansätze entwickelt. Das ist so die klassische Vorgehensweise, überhaupt erstmal zu schauen, was geht denn, was darf ich baurechtlich, was kriege ich überhaupt für Flächen unter, was für Nutzungen machen Sinn, kann ich die selber nutzen oder sagt man, man sieht es eben als eine reine Immobilie, die man dann vermieten will. Und über welche Größenordnung rede ich eigentlich, um da mal ein bisschen schneller, sagt man in Norddeutschland, gut. Ja, Sie sind gerade nicht mehr bei mir im Ton. Kann das, was gar nicht, wie hörst du hinter noch? Also ich höre ihn auch nicht mehr. Hallo? Reins? Ja. Ah, jetzt sind Sie wieder da. Sie war gerade 20 Sekunden weg. Hallo? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie auch. Wunderbar. Okay, tut wieder. Ja, wir sind in Frankfurt. Da ist das mit dem Internet nicht so. Okay. Noch nicht so entwickelt. Ja, gut. Also das ist der nächste Teil ist dann eben, ich sag mal, eine wirtschaftliche Tragfähigkeit der Projekte eben auch sicherzustellen. Also angefangen über die eigentliche Projektentwicklung bis hin dann eben an die Übergabe an einen Nutzer und hier eben auch zu gucken, dass es ein Nutzer ist, der dann eben beispielsweise in dem Fall zur Kirchengemeinde passt. In dem Fall läuft es auch über ein Erbbaurecht, was dann in eine Zweckgesellschaft eingebracht wird. Und dann später eben an den Endnutzer veräußert wird oder eben gehalten wird. Also auch da entwickeln wir gerade verschiedene Modelle, weil es ja eben teilweise auch ein Eigenkapitalthema noch gibt in den Gemeinden selbst. Und also wichtig eben, dass das tragfähig ist und dass das Projekt, auch wenn es eben einen hohen, ja, eine gesellschaftliche oder eben auch eine soziale und eine ökologische Relevanz hat, am Ende muss es eben irgendwo auch rechnerisch funktionieren. Das ist so für uns ein Punkt, der halt sehr wichtig ist. Dann gibt es, kennen Sie alles auch schon, Thema Kosten. Auch hier dann eben eine grobe Schätzung, aber da geht es erstmal darum, dass man einfach ein paar Zahlen hat, die man eben mal dagegen halten kann, dass man sich mal einen Zeitplan macht und schaut, wer sind jetzt eigentlich die Stakeholder, die eben dies einzubinden gilt und wer muss wann welche Entscheidungen treffen. Das geht dann eben ganz grob fangen wir damit an, aber so, dass eben auch alle eingebunden sind. Weil bei Kirche, das ist mir auch als Quereinsteiger relativ schnell aufgefallen, sind es doch immer große Gremien, die dann eben auch zu entscheiden haben. Das heißt, man muss eben doch auch relativ, ja, wie soll ich sagen, so kommunizieren, dass es eben auch alle verstehen und da alle irgendwo auch eingebunden werden können. Ja, das war, hier sieht man es nochmal, das Areal. Und hier mit Kirche, Pflegeheim, Kindergarten ist eigentlich alles schon da. Ein schöner, dichter Kiez. Und jetzt eben keine Architektur, sondern einfach nur rein von der Fläche ist es eben etwas, was dann auch städtebaulich, glaube ich, den Kirchplatz ganz gut schließt und gleichzeitig eben Wohnraum schafft, altersgerechtes Wohnen, was eben hier im Quartier auch nicht nur hier, sondern eigentlich überall Mangelware ist. Ja, und das ist jetzt ein Projekt, was wir im Moment betreuen und so in der Art und Größenordnung sind es im Moment 5 bundesweit und ja, auch wir haben natürlich jetzt ein großes Thema mit den Kosten, die Finanzierung eben, wir haben alle mit 1% kalkuliert, jetzt sind wir bei 4. Das sind dann so die Highlights fürs nächste Jahr. Ja, das war es so von meiner Seite, jetzt würde es mich interessieren, mit Ihnen in Dialog und vielleicht auch ein bisschen was zu Ihnen zu erfahren, so viele sind wir ja nicht.